Gottes gnädige Geduld und unser widerspenstiges Herz. Ich weiß nicht, wie ihr geprägt worden seid, wie ihr aufgewachsen seid, aber viele glauben ja, dass Gott einen nur gebrauchen kann, wenn man ein lieber, netter Mensch ist. Ne? Wenn man betet, regelmäßig zum Gottesdienst geht, Gutes tut, also so ein richtig frommer, junger Mensch oder auch älterer Mensch ist. Wenn wir uns allerdings die Biografien der biblischen Typen angucken, also es sind wirklich Typen, dann entdecken wir eigentlich was ganz anderes. Dass Gott auch Geschichte schreiben kann mit Menschen, die auf dem Weg noch gar nicht sich so entschieden haben, ob sie ihr Leben mit Gott überhaupt leben wollen oder nicht. Gott ist sehr geduldig in seiner Gnade und erkennt unsere Herzen. Und deswegen nimmt er sich auch Zeit, in uns hinein zu investieren. Ich möchte das so ein bisschen an dem Beispiel von Jakob verdeutlichen. Jakob ist ein Zwilling. Er hat einen Bruder, Esau. Das ist schon mal ganz interessant, die Namensgeschichte. Jakob bedeutet nämlich, das wisst ihr wahrscheinlich, Fersenhalter. Warum Fersenhalter? Naja, bei der Geburt war er nicht der Erste, sondern Esau war der Erste. Und anscheinend steckte schon in dieser frühgeburtlichen Phase dieses Bedürfnis in Jakob, immer vorne zu sein, immer der Erste zu sein. Und so hielt er seinen Bruder an der Ferse fest. Esau, der Erstgeborene, das bedeutet übrigens der Behaarte, der Name kommt daher, weil er am ganzen Körper schon bei der Geburt behaart war. Also diese Namensfindung, das ist ja mal ein Ding, ne? Stellt euch vor, heutzutage würden wir ja schon vor der Geburt, also bevor das Kind überhaupt am Wachsen ist, überlegen, wie wollen wir wohl unser Kind nennen? Und dann wären die Namenslisten durchgegangen, was ist so gerade der Hit? Aber damals war man sehr pragmatisch. Ne? Jakob, der Fersenhalter, Esau, der Behaarte. Also ich stelle mir das in etwa so vor. Unser erster Sohn, als der geboren wurde, naja, diese Geburt war natürlich auch sehr anstrengend, nicht nur für die Frau, auch für das Kind. Und dann kam er so ziemlich vertnautscht daraus. Und dann würde ich ihn vielleicht heute nennen, der Vertnautschte. Komischer Name, ne? Oder mein zweiter, meine Söhne hatten alle Haare, als sie zur Welt kamen. Aber einige Kinder kommen ja ohne Haare zur Welt. Und dann würde man ihn vielleicht nennen Glatzkopf. Also das würden wir heutzutage natürlich nicht machen. Aber genau so sind damals die Namen entstanden. Eigentlich nicht unbedingt schöne Namen, ne? Fersenhalter und Behaarter. Aber wir wissen ja, dass Namen gerade auch im Alten Testament und im Neuen Testament immer Bedeutungen hatten. Er hatte ganz berühmte Vorfahren, sein Papa Isaak und sein Opa Abraham. Und ich bin überzeugt davon, dass er schon recht früh diese ganzen tollen Geschichten gehört hat, wie sein Opa und auch sein Vater Gott erlebt haben. Und ich kann mir so vorstellen, dass wenn Jakob und Esau abends ins Bett gebracht worden sind, dass dann Isaak erstmal wieder so ein paar spannende Geschichten erzählt hat, wie sein Opa Gott erlebt hat, wie er die Berufung Gottes bekommen hat, wie er dann seinen erstgeborenen Sohn geopfert oder opfern sollten. Ne? Isaak selber war ja dieser erstgeborene Sohn. Und Jakob und Esau haben bestimmt gestaunt und ihr Herz war erfüllt mit den Großtaten Gottes. Und trotzdem reichte das nicht aus. Dieses Aufwachsen in einer frommen Familie, in einer christlichen Familie, um selber Christ zu sein. Jakob und Esau mussten beide ihren Weg mit Gott gehen und das war oft ein steiniger Weg. Wir wissen von Jakob, dass er unbedingt der Erste sein wollte. Ne? Das, bei der Geburt war das schon so. Und dann war das an dem Punkt so, als es um das Erstgeburtsrecht ging. Nach der Tradition war natürlich sein Bruder der Erstgeborene war und der auch damit alle Rechte bekam eines Erstgeborenen. Also er war der Erbe, wenn der Vater starb. Und er war auch der den Segen bekam.
Und das fand Jakob nicht so gut. Er wollte das gerne. Und Jakob war eher so dieser ruhigere Typ. Die Bibel sagt, er war gerne zu Hause, war auch der Lieblingssohn seiner Mutter. Und Esau war ein ganz anderer Typ. Das war so ein Outdoor-Typ, ne? So ein richtiger Kämpfer. Die Bibel sagt, er war ein Jäger. Und er war Isaaks Lieblingssohn. Und ganz interessant ist auch, dass die Bibel so ganz unverblümt sagt, er war der Lieblingssohn, weil er so gut kochen konnte, so gut jagen konnte. Das war der Grund, ne? Der war ein toller Jäger und hat ein gutes Gericht zubereitet und das fand Isaak klasse. Also so ist wahrscheinlich dieses Bauchgefühl zu verstehen, ne? Isaak war Bauchgefühl gesteuert. Er hatte Hunger und ja, mein großer Sohn, der ist der, der mir was Gutes zu essen gibt. Bisschen lustig, finde ich. Aber das steht tatsächlich so, wenn ihr nachlest, im 1. Mose Kapitel 25 stehen diese Details ganz klar drin. So, und jetzt geht es wieder um Bauchgefühl. Da kommt nämlich der Esau von der Jagd, war den ganzen Tag unterwegs und hatte einen Bärenhunger. Und das dauert natürlich, bis man so ein Tier zerlegt hat, gebraten hat und. Und er sagte, oh Bruder, da ist zwar nur eine Linsensuppe, aber boah, ich habe so einen Hunger. Gib mir doch mal was von deinem Essen. Fleisch, vegan ist zwar nicht meins, aber egal. Na, und Jakob ist schlau und sagt, ja, ja, klar, mache ich. Aber hör mal, mein Freund, dafür brauche ich aber dein Erstgeburtsrecht. Ganz schön listig, ne? Ich finde das nicht nur listig, ich finde das ganz schön heftig. Und Esau, ne, auch dieser Bauchtyp sagt, ach, was interessiert mich die Zukunft? Ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt essen. Und er verkauft oder er gibt sein Erstgeburtsrecht ab und ja, sagt somit, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur das Jetzt und das Heute wichtig. Weiter geht's, als dann Isaak ein alter Mann wird und weiß, er wird nicht mehr lange leben. Mittlerweile war er erblindet und er macht sich jetzt Gedanken über die offizielle Einsegnung seines ältesten Sohnes. Das soll jetzt nochmal so richtig festgemacht werden. Er ist der Erstgeborene, er wird erben und er wird den Segen bekommen, den Gott mir gegeben hat, das werde ich auf meinen Sohn legen. Aber Jakobs Mutter war sehr ambitioniert und wollte, dass ihr Sohn, ihr Lieblingssohn Jakob, auch ganz offiziell das Erstgeburtsrecht bekommt. Ihr kennt die Geschichte. Sie betrügen Isaak. Sie täuschen ihm vor, dass in seiner Blindheit konnte er das ja nicht erkennen, dass Jakob Esau, ne? Nee, doch, genau. Und so bekommt Jakob den erschlichenen Segen seines Vaters. Und jetzt ist das Tuch zwischen Esau und Jakob zerrissen. Das ging nun Esau wirklich zu weit. Und jetzt sagt er, sobald Vater tot ist, bringe ich Jakob um. Das lasse ich nicht mit mir machen. Jakob muss flüchten. Er geht nach Edom zu seinem Verwandten Laban, weil er hat keine Zukunft mehr zu Hause. Er hatte sich verdorben. So trickreich, wie er unterwegs war, wie er sich alles erschleichen wollte, sein Wohlstand, Anerkennung erschleichen wollte, das ist jetzt an eine Grenze gekommen. Und ich glaube auch in uns Menschen, die wir Gott noch nicht wirklich tief kennen, ist dieses Bewusstsein, ich möchte jemand sein, ich möchte vorne stehen, ich möchte anerkannt werden, ist so groß, dass jeder so seine Wege findet, sich Gunst zu erschleichen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Auf dem Weg zu seinem Schwiegervater, nein, ist ja noch nicht sein Schwiegervater, wird es erst, begegnet ihn Gott. Das möchte ich euch mal vorlesen. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Und seinen Kopf legte er auf einen Stein, der dort herumlag. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Interessante Anrede. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. In anderen Worten, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters und der Gott deines Opas. Er sagt nicht, ich bin der Herr, dein Gott. An dem Punkt stand Jakob nämlich noch gar nicht. Ich bin der Herr deines Vaters und deines Großvaters. Und trotzdem, obwohl Jakob noch nicht wirklich entschieden ist, Gott sein ganzes Vertrauen zu schenken, spricht Gott zu ihm jetzt, dass er den Segen, den sein Vater auf ihn gelegt hat, dass er diesen Segen unterstützt. Er sagt nämlich, das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Ist das nicht klasse? Gott steht schon zu uns, selbst wenn wir noch gar nicht wirklich entschieden sind. Er kennt unser Herz, er streckt sich uns entgegen und sagt, ich stehe einseitig zu meinen Zusagen. Eine ganz wunderbare Geschichte. Auf der anderen Seite stellt er aber auch ganz klar, ich bin noch gar nicht dein Gott. Ich bin der Gott deines Vaters und deines Großvaters. Damit sagt er natürlich, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat auch keine Schwiegersöhne oder Schwiegerväter. Und ich weiß nicht, was dich motiviert, die Predigt jetzt im Internet zu hören oder hier im Gottesdienst, warum du hier bist. Ob du schon eine eigene Beziehung zu Gott hast oder ob du auf der Suche bist, ob du noch fragend bist. Vielleicht ist dein Ehepartner der, der dich hierhin gebracht hat. Und du hörst interessant zu. Aber wie gesagt, Gott hat auch keine Schwiegersöhne oder Schwiegertöchter. Auch du bist gefragt, deinen Gott zu suchen. Den, von dem du vielleicht nur vom Hörensagen gehört hast, wo du vielleicht sogar schon Erfahrungen gemacht hast, wie Jakob, zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte zu diesem Punkt kommen, wo ich dir auch vertrauen kann, wie meine Frau, wie mein Ehemann, wie mein Papa, wie meine Mama, wie meine Großeltern. Und Jakob legt ein Gelübde ab. Er sagt, wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Das ist im Vers 20 und 21. Ne, da sagt er das auch sehr klar. Nein, das ist noch nicht mein Gott. Aber dann, wenn diese Verheißungen, die Gott mir gerade gegeben hat, wenn die eintreffen, ja dann soll er mein Gott sein. Er stellt also Bedingungen. Und ich glaube, das ist auch für jemand, der auf der Suche ist, ein legitimes Mittel. Wenn du auf der Suche bist und noch gar nicht weißt, ob der lebendige Gott zu dir steht und real ist, dann darfst du auch, ich sage das jetzt mal so platt, Bedingungen stellen. Als ich auf der Suche war, als ich so empfunden habe, ja, da gibt es einen Gott, aber ihn noch nicht persönlich kennengelernt habe, da habe ich auch gesagt, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann.
Bei mir war das damals, dann soll das Wetter in Amsterdam, wo ich auf dem Weg hin war, schön sein. Dann, wo ich jetzt doch das erste kleine Evangelium in der Hand halte, soll diese laute Rockmusik, die mich stört, endlich ruhig sein. Und Gott hat darauf geantwortet. Das waren so Gnadegeschenke. Das ist heute nicht mehr so. Und das war auch selbst in dieser Phase, als ich dann mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich natürlich weiterhin versucht zu sagen, was Gott alles tun muss, damit ich ihm nachfolge. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Also das ist nicht das Ziel unseres Glaubens, aber das können die ersten Schritte sein auf Gott zu. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo du persönlich in deinem Glauben stehst. Aber auch heute noch ist Gott zu finden. Vielleicht schenkt er dir nicht so einen Traum, wie Jakob ihm hatte. Aber wenn wir unsere Augen öffnen für das Reale um uns herum, sagt das Wort Gottes, dass auch Gott heute noch zu finden ist. Für uns ist es oft ganz wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, dass dieser ganze innere Stress, der uns den ganzen Tag hindurch auf uns einströmt, dass wir da uns mal Raum geben, diese Nebengeräusche abzuschalten. Wir sind ja gar nicht mehr in der Lage, Bernd jedenfalls oft nicht, wenn ich in einem Wald bin, das Schöne zu sehen. Ich sehe praktisch den Baum nicht. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil ich so beschäftigt bin. Nur so, ach schon, die nächsten Gedanken und. Und auch für ich muss lernen, immer wieder, obwohl ich mein Leben Jesus anvertraut habe, immer wieder zur Ruhe zu kommen, um auch in meinen Lebensumständen, die manchmal so schwierig sind, Gott zu entdecken. Ihm wieder neu zu vertrauen. Wieder neu zu sagen, ja, du bist doch der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du stehst auf meiner Seite, selbst in den Phasen meines Zweifels. Und ich kenne Phasen des Zweifelns. Intensive Phasen des Zweifelns. Bei seinem Onkel Laban angekommen, wird jetzt der Betrüger zum Betrogenen. Er verliebt sich in die Rahel, in eine der Töchter Labans. Und damals war das ja so, die Frauen waren wahrscheinlich auch in der Hochzeitsnacht noch verschleiert. Er wollte Rahel heiraten und als dann in der dunklen Nacht der Schleier gelüpft wird, war es gar nicht Rahel, sondern Lea. Und er hat ja schon für Rahel 7 Jahre arbeiten müssen. Und jetzt kommen weitere 7 Jahre, die er dann nochmal arbeiten muss für Rahel. Also er wird auch mal ordentlich ausgenutzt. Und vielleicht erinnert er sich an seine Trickserei mit seinem Bruder. Vielleicht merkt er, dass so wie ich in den Wald reingerufen habe, so schallt es auch wieder raus. Und auch das werden wir sicherlich in unserem Leben immer wieder erleben. Dass auch die Dinge auf uns zurückfallen, wo wir in unserem Leben am Rumtricksen waren. Vielleicht auch versucht haben, mit Gott rumzutricksen, mit Gott zu diskutieren und zu sagen, ja Gott, also wenn du mir damals begegnet wärst, ja dann hätte ich den Mist ja nicht gebaut. Aber auch du bist ja selber schuld, Gott, ne? Hättest ja mal was sagen können, was machen können. Oder keine Ahnung, welche Entscheidungen wir so treffen, weil wir sie treffen wollen. Und vielleicht beten wir sogar, aber wir haben die Entscheidung innerlich schon längst getroffen und sind gar nicht mehr offen dafür, dass Gott vielleicht uns in eine andere Richtung lenkt. In diesen Jahren, diesen 14 Jahren des Dienens, denke ich, hat Jakob vieles gelernt. Und er wird treu im Alltag. Und sein Charakter wird mehr und mehr durch Gottes Liebe geformt. Aber dann kommt es zu einem Punkt, da sagen dann
die Söhne Labans, also jetzt ist aber Schluss, in Kapitel 31, die Verse 1 bis 3. Eines Tages erfuhr Jakob, dass Labans Söhne über ihn schimpften. Der Kerl ist doch ein Dieb. Alles hat er sich von Vater unter die Nägel gerissen. Auf unsere Kosten ist er reich geworden. Und an Labans finsterer Miene bemerkte Jakob, dass auch sein Onkel nicht mehr auf seiner Seite stand wie früher. Ja, so ein Stück weit fällt jetzt auch alles auf ihn zurück, auch seine Betrügereien. Und jetzt, na, ihr kennt die Geschichte, die muss ich euch nicht sagen. Ne? Das ging darum, dass er große Herden hatte, ne? Dass mit diesen Stöcken, diesen gefleckten Stöcken, wo dann auch die Tiere gefleckt waren und. Also eine ganz interessante Geschichte, müsst ihr unbedingt nachlesen zu Hause. Das ist, lohnt sich, ist wirklich interessant. Ja, und jetzt macht sich Jakob mal wieder vom Acker, wie so häufig. Ja, die Sachen, die Probleme um ihn herum nehmen zu. Und jetzt muss er sich wieder auf den Weg machen. Er schnappt sich heimlich, in der Nacht wahrscheinlich, seine beiden Frauen und Kinder, die Herde, die er sich herangezüchtet hat, und macht sich vom Acker. Haut wieder ab mit Esel, Schafen und so weiter und so fort. Aber, und vorher erscheint ihm noch Gott und sagt, geh zurück zum Land deines Vaters. Ja, was denkt ihr wohl, was Jakob jetzt denkt? Mist, Esau, der wartet auf mich, der hat geschworen, mich umzubringen. Und so schickt er ganz listig ein paar Boten zu Esau und sagt dann so Sachen wie, ich, Jakob, dein Diener, lieber Esau, bin doch in diesem Land gewesen, ich habe jetzt ganz viel Reichtum. Aber jetzt möchte ich wieder zu dir zurück, zu meinem Herrn. Also er schmeichelt sich so ein bisschen ein. Als der Botschafter zurückkommt, erfährt er, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenzieht. Boah, jetzt kriegt er die Abreibung, die er verdient hat. Jetzt hat er richtig Bammel und Schiss. Hat er doch auch verdient, oder? Also rein menschlich hat er es total verdient. Und trotzdem war Gott mit ihm und hat diese ganze Situation entschärft. Als er dann auf seinen Bruder trifft, ist der Bruder längst versöhnungsbereit, vergebensbereit. Wir wissen nicht die Geschichte Esaus bis dahin. Wir kennen mehr von der Geschichte Jakobs. Und daran merken wir, dass Esau seine eigene Begegnung mit Gott hatte, die ihn dazu befähigte, Jakob zu vergeben. Auch eine wunderbare Geschichte nebenher. Nochmal zurück. Auf dem Weg Jakobs zurück in seine Heimatstadt hatte er noch eine Begegnung mit dem Engel Gottes. Hier steht, Jakob blieb allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und es wurde sofort ausgerenkt. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht ehelos, bis du mich gesegnet hast. Der Mann sagte, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer. Und Jakob sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch. Natürlich hätte Gott Jakob sofort vernichten können. Natürlich ist Gott nicht zu schwach oder Jakob zu stark, dass er überwunden werden könnte. Aber es war überhaupt nicht Gottes Absicht, Jakob zu zerstören. Er wollte ihn nicht vernichten, er wollte ihn gewinnen.
Das ist Gottes Eigenschaft. Gott möchte dich gewinnen. Gott möchte dein Herz gewinnen. Er kennt die Kämpfe deines Lebens. Er weiß um deine Situation. Er kennt die Schwierigkeiten, in denen du bist, dein Zweifel, dass du vielleicht gebetet hast und es ist nicht so geschehen, wie du das wolltest und jetzt bist du sauer auf Gott. Ich habe doch treu gebetet. Ich diene doch Gott treu. Und er, was macht er mit meinem Leben? Vielleicht bist du auf Rückzug. Aber denke daran, Gott möchte dein Herz gewinnen. Er möchte dich gewinnen, weil er dich von Herzen lieb hat. Und für Jakob war das eine ganz wichtige Begegnung, denn auch er hat festgestellt, ja, Gott will mich ja gar nicht vernichten. Ich muss ja gar nicht weiter flüchten. Zuvor musste er sich immer aus dem Staub machen. Immer, ob das nun bei seinem Bruder war oder hinterher vor den Söhnen seines Schwiegervaters. Er hat immer Dinge gemacht, wo er sich hinterher vom Acker machen musste. Aber jetzt, in dem Kampf mit Gott, hat er gemerkt, er muss nicht mehr flüchten. Er ist eigentlich angekommen. Er muss sich auch nicht mehr Segen erschleichen. Er muss sich auch nicht Erstgeburtsrecht verdienen. Er ist angekommen bei seinem Gott, bei dem, der ihn von Herzen liebt. Gottes Segen ist auf ihm. Und das hatte nichts mit seiner Leistung zu tun, sondern mit Gottes souveräner Liebe, mit seiner geduldigen Liebe, mit seiner gnädigen Art. Jetzt brauchte er nur noch Gottes Zuwendung. Und er war angekommen. Nach Jahrzehnten der Flucht, nach Jahrzehnten des Suchens nach wahrem Leben ist er angekommen. Das lesen wir dann auch zum Schluss, wo in Kapitel 33 steht, schließlich kam Jakob wohlbehalten nach Sichem im Land Kanaan. Die lange Reise, die in Mesopotamien begonnen war, war nun zu Ende. Vor der Stadt schlug er seine Zelte auf und jetzt errichtete er einen Altar und nannte diesen Altar Gott ist Israels Gott. Das war ja sein Name jetzt. Ne? Gott hat ihn ja umbenannt vom Fersenhalter zum Gotteskämpfer. Gott ist Israels Gott. Mit anderen Worten, Gott ist mein Gott. Er hat nicht mehr gesagt, das ist der Gott Abrahams und Isaaks, sondern Gott ist mein Gott. Und das wünsche ich auch dir, dass egal in welchen Lebensumständen du gerade bist, egal wo du mit Gott auf Kriegsfuß stehst, weil du ihn vielleicht noch gar nicht wirklich kennengelernt hast, weil du vom Leben enttäuscht bist oder von Gott enttäuscht bist, das erbete ich für dich, dass du diese Erfahrung ganz persönlich machst. Durch die Turbulenzen und Stürme deines Lebens, du an dem Punkt kommst, wo du sagen kannst, Gott ist mein Gott. Amen.